أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد. Die Frage heute: Darf man die Augen im Gebet schließen? So wird überliefert von Ibn Abbas radiallahu anhuma, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يُغْمِضْ عَيْنَيْهِ. Ibn Abbas radiallahu anhuma berichtete, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn jemand von euch im Gebet steht, dann sollte er nicht die Augen schließen. Diese Überlieferung ist bei At-Tabarani überliefert. Al-Haythami sagte, dass es in der Überliefererkette eine Person gibt, der ein Betrüger ist. Und Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala sagte in Da'if al-Jami', dass diese Überlieferung da'if ist, bedeutet nicht authentisch. Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagte bezüglich dieser Angelegenheit in Zad al-Ma'ad: وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءِ فِي كَرَاهَتِهِ فَكَرِهَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ. Die Gerichtsgelehrten haben eine unterschiedliche Ansicht darüber, ob dieses unbeliebt ist. So sahen diese Angelegenheit al-Imam Ahmad und andere als unbeliebt an. Und die meisten Gelehrten sagen, dass dieses eine unbeliebte Tat ist, im Gebet die Augen zu schließen, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Augen auf die Sujud-Stelle gerichtet hat. Sufyan al-Thawri rahimullah ta'ala, er sagte: Inna al-Yahuda taf'aluh. Dieses ist eine Eigenschaft, die die Juden so in ihrem Gebet vollzogen haben. Das heißt, eine Gruppe hat das als unbeliebt gesehen von den Gelehrten. Und Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala fährt fort: وَأَبَاحَ جَمَاعَ وَلَمْ يَكْرَهُهُ. Und eine andere Gruppe von Gelehrten, sie haben das erlaubt und sehen das nicht als unbeliebt an. Und diese begründen diese Tat: قَدْ يَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى تَحْصِيلِ الْخُشُوعِ. Bedeutet, die Augen zu verschließen ist näher daran, dass man Khushu', bedeutet Demut, im Gebet erlangt, welches die Seele vom Gebet ist. Und er fährt fort: Rahmatullah alayhi ibn al-Qayyim, was-sawabu an yuqal in kana taftihu al-ayn la yukhillu bil khushu' fa huwa afdal. Wenn das Öffnen des Auge nicht den Khushu' beeinträchtigt, dann ist dieses besser. Wal qawlu باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة والله أعلم. Und er schließt ab mit dem Satz: Und die Ansicht, dass dieses beliebt ist in so einer Situation, dass man, wenn man die Augen schließt, den Khushu', die Demut erlangt, und dass man in so einer Situation, sprich um den Khushu', um die Demut zu erhöhen, die Augen schließt, dieses entspricht näher der Gesetzgebung und dessen, was die Gesetzgebung von uns verlangt. Dieses ist näher als die Aussage, dass es unbeliebt ist. Das bedeutet, wenn das Schließen der Augen einem davor bewahrt, dass man die Blicke hin und her schweift und dass man Dinge wahrnimmt, die einem vom Gebet ablenken, so sahen es Gelehrte an, dass man das in diesem Fall tun kann, aber andernfalls soll man die Augen offen halten. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.